Ja, guten Tag bei diesem neuen Video. Wir wollen heute die Performance unseres Agilent 53131A überprüfen. In der Zwischenzeit haben Sie ja gesehen, dass es zuerst HP hieß, dann Agilent und dann in den letzten paar Jahren dann noch Keysight. Ich habe ein Agilent-Gerät und deshalb habe ich hier auch die Agilent High Performance, also das Datasheet von Agilent, aufgelistet. Die Eckdaten hier, ist klar, sind 225 MHz Bandbreite und das bei der Standardausführung von, ich gehe nochmal nach oben, mit zwei Kanälen. Standard sind zwei Kanäle, der dritte ist nicht Standard, von dem werden wir kurz sprechen. Und die Performance, die möchte ich hier zeigen. Es geht eigentlich hier um die Stabilität, also die Zeitbasis. Bei meinem Gerät ist die Option 010 eingebaut. Das ist also eine kleiner als 2,5 mal 10 hoch minus 9, also eine doch ziemlich stabile Geschichte. Und es gäbe noch eine Ultra High Oven Option, die 12, aber die ist nur für den 53132A. verfügbar. Also hier ist eigentlich bei meinem Gerät die beste verfügbare eingebaut. Das werde ich auch nicht ändern und keine andere Option einbauen, sondern wir werden das, wie schon vorgestellt, mit einem externen GPS-DO besser machen. Dann die Frequenz, wie gesagt, DC von DC bis 225 MHz, AC coupled von 1 MHz bis 225. Das werden wir oder können wir überprüfen, sei dies mit einem 50 Ohm Abschluss oder mit einem 1 Mega Ohm Abschluss. Entschuldigung. Was wichtig ist, und das werden wir heute zeigen, sind die Empfindlichkeiten. Mit einem Sinussignal, DC bis 100 MHz, 20 mV. Die 5 Millivolt interessieren uns nicht. Ich kann mit meinen Gerätschaften nicht bis DC gehen, sondern ich habe einen SMT03 Signalgenerator, der startet bei 5 kHz und ich kann dann von 5 kHz bis 3 GHz messen und das werden wir überprüfen. Also zuerst mal bis 100, 20 Millivolt, dann von 100 bis 200, 30 Millivolt und hier ist so eine Übergangszone, also sind jetzt die 120 oder sind jetzt die 130, also wir werden da herausfinden, wo die Grenze liegt zwischen 20 und 30 Millivolt. Dann die letzten 25 MHz sind dann, machen dann einen Schritt auf 40 Millivolt, das werden wir überprüfen. Ich denke, dieser Schritt ist ein bisschen groß hier, die sind sehr, sehr vorsichtig in den Spezifikationen, ich denke, da sollten wir was Besseres herauskriegen. Werden wir überprüfen. Dann hier noch so eine Bemerkung. Wenn es gibt eine Option, wo die BNC-Stecker nach hinten herausgeführt werden und dann verliert man an der Empfindlichkeit. Alle sind dann nur noch bei 75 mV RMS. Also man muss dann schon ziemlich viel mehr Dampf anwenden, um den Zähler zu triggern. Was wir dann heute machen und ich Ihnen zeigen werde, ist die Option 030 einbauen. Das ist diese Option hier und die geht dann von 100 MHz bis 3 GHz. Das werden wir heute einbauen. Ich werde ein kleines Video damit machen. Und hier dann die Empfindlichkeit ebenfalls überprüfen. Mit der 30 haben wir von 100 MHz bis zu 2,7 GHz hier in dBm. Warum auch immer hier dBm und vorher in Millivolt, aber spielt eigentlich keine Rolle. Also die sind eigentlich empfindlicher, also die Option 30 ist empfindlicher gegenüber der Basis. Das werden wir mal überprüfen, ob das dem so ist, weil was ich einbaue, ist kein Original Prescaler, sondern ein Klon aus Deutschland. Ich werde Ihnen den kurz vorstellen. Und dann werden wir überprüfen, ob wir minus 27 haben und dann die letzten 300 MHz minus 21, aber doch eine recht hohe Empfindlichkeit. Das zur Einführung und jetzt zum Video. In einem ersten Teil werden wir überprüfen, ob die Basis, der Basiskanal von 225 MHz, ob das stimmt und dann werde ich Ihnen in einem Video den Umbau zeigen.
und am Schluss dann noch die Empfindlichkeit dieser Option 30 überprüfen. Schönen Dank und bis bald. Ja gut, dann wollen wir mal die Empfindlichkeit des Frequenzzellers überprüfen. Ich kann das nicht von DC bis 225 MHz oder bis 3 GHz machen, sondern von 5 kHz. Mein Signalgenerator ist für diese maximalen Frequenzen eingestellt hier. Das ist der SMT03 von Rode & Schwarz. Es geht von 5 kHz bis 3 GHz. Und an das müssen wir uns dann leider halten. Ich habe dann am Ausgang einen Power Divider von Hewlett Packard, der geht bis 18 GHz. Dann habe ich einen Thermosensor dazwischen geschaltet hier. Der Thermosensor, der auch von Rot und Schwarz ist, der dann auf das Power Level Messgerät auf der anderen Seite geht. Das wäre dann hier. Und hier kann ich ganz genau Millivolts einstellen, also auf 0,1 Millivolt genau und bis zu dieser 3 GHz Frequenz, die wir dann mit der Option 030, die wir heute einbauen werden, überprüfen. Und jetzt machen wir ein paar Tests. Ich werde rasch hier haben wir den Zähler und hier das Power Level Messgerät und jetzt werde ich mich kurz verschieben, damit wir das dann schön im Auge behalten können. Genau, so, jetzt haben wir da beide Geräte im Auge. Ah, doch, so sehen wir, glaube ich, beide. Genau, und jetzt habe ich hier mal die 5 kHz eingeschaltet. Das ist, was ich im Minimum bei meinem Signalgenerator einschalten kann. 20,43 mV. Jetzt werde ich die Millivolt so anpassen, bis wir dort eben die 20 ablesen können. Noch ein bisschen nach unten. Genau, ich muss ja die Verluste des Power Dividers ausgleichen. 20 Millivolt, das ist jetzt eingestellt und wir sehen, dass wir diese 5 kHz hier noch relativ problemlos ablesen können. Ich gehe mal noch ein bisschen nach unten, zum Beispiel auf irgendwie 10 Millivolt, schauen, ob das auch noch geht. Irgendwo hört es dann meistens auf. Aber es geht relativ, jetzt ist fertig. Ja? Also so irgendwie bei 15 Millivolt, das, ja, 12, 13 Millivolt, das geht noch. Aber ganz sicher die 20 Millivolt, die in der Spezifikation angegeben sind, die gehen problemlos. Also schalten wir wieder auf diese 20 Millivolt. Das dauert immer etwa ein paar Sekunden, bis der thermische Messkopf sich da eingestellt hat. Noch ein bisschen nach oben und jetzt werden wir die Frequenz erhöhen, also die Spezifikation ist bis 100 MHz sollten eigentlich diese 20 Millivolt eingehalten werden. 19 noch, muss da noch ein bisschen schieben und jetzt gehe ich mal auf, ja, sagen wir mal 1 MHz und da nicht ganz verrückte Sachen machen, 1 MHz, auch problemlos und ich gehe genau, ich muss da noch ein bisschen 1 MHz, ja, den Level erhöhen, damit ich auf diesen 20 Milli bin. Wobei tiefer ist ja besser, also sollte kein Problem sein. Also 20 Millivolt, 1 MHz, kein Problem. Und jetzt machen wir da ein bisschen größere Schritte, sagen wir mal 10 MHz. Sollte auch gehen, geht problemlos. 19,64, den Level schön auf 20 legen. Noch ein bisschen nach oben, aber also okay, also im Bereich von 20 Millivolt geht alles. Das ist die Spezifikation bis 100 MHz. Ich mache jetzt noch vielleicht 50 MHz. Genau, geht auch noch problemlos. Ich muss den Level ein bisschen anpassen. Genau, das hängt dann wieder mit meinem Gerät zusammen. Noch ein bisschen nach oben, aber das geht ja auch. Sie sehen es, es geht auch mit ein bisschen weniger, kein Problem. Also das ist da absolut möglich. Jetzt sind wir da bei, irgendwie gehen wir da auf 20, ja, noch ein bisschen nach oben. So,
sind wir dann bei 20 mV und die 50 MHz sind da durchaus akzeptabel, können da abgelesen werden. Gehen noch ein bisschen nach oben, upp, zack, jawohl, sehr gut. Und jetzt bis 100 MHz, also jetzt machen wir diesen Schritt, wir machen da nicht noch Zwischenschritte, ich gehe jetzt mal auf die 100 MHz, zack, 100 MHz, problemlos, sind wir da ein bisschen zu hoch mit den Millivolts, muss da ein bisschen nach unten, ja, noch ein bisschen nach unten, damit wir da wirklich die Spezifikation haben. Und siehe da, da gibt es ein Problem. Hä? Genau. Das geht dann nicht. Hä? Hier. Ja, hier sind die Spezifikationen grenzlagig. Hä? Also man sieht bei... Ja gut, wollen da nicht motzen, aber es braucht 22 mV. 20 mV sind dann schon ein bisschen grenzlagig. Also damit es sauber ist, hier richtig... 22 mV. Also hier werden die Spezifikationen nicht ganz eingehalten, wobei es ist ja ein altes Gerät, also es ist über 10-jährig. Ein bisschen tolerant darf man sein. Aber, Entschuldigung, ich mache da noch, es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also die Spezifikationen sagen DC bis 100 MHz 20 mV und dann 100 MHz bis 230. Also es ist hier eine Übergangszone zwischen 20 und 30. Also 100 MHz werden einmal mit 30 als Startempfindlichkeit eingestellt und einmal als Schlussempfindlichkeit mit 20. Also okay, wir haben hier 22 mV, ist okay. Und jetzt sollten eigentlich 30 mV bis 200 MHz sein. Also schalten wir mal einen größeren Schritt. Ich will nach 150 mal machen, 150 MHz. Und dann vielleicht die Empfindlichkeit, ja auch. Das jetzt 30. Das darf jetzt 30 sein. Man sieht, bei 223, 24 habe ich die 150. Also auch sehr schön, also viel unter den Spezifikationen. Es ist empfindlicher, wenigstens bei 150. Und jetzt gehen wir auf die 200. Dann sind wir schon bald auf den Grenzen. Entschuldigung, 200 MHz. Richtig. Und hier, 23 reicht dann nicht mehr ganz. Man sieht es. Also ich muss dann ein bisschen nach oben schauen. Hm? Jawohl, so ab 24, so irgendwie 24, 25 mV haben wir diese 200, also auch besser als die Spezifikationen. Und jetzt gibt es da noch eine Grenze, jetzt ist auch wieder zwischen 200 bis 225, will er dann 40 mV als Spezifikation. Jetzt gehen wir auf dieses Maximum. Also es scheint, dass er auch hier 25 MHz, ja, funktioniert auch mit 22 mV. Und hier wäre eigentlich 40 mV angegeben. Ja, man schraubt ein bisschen höher, sagen wir mal, auf irgendwie 25, das geht dann garantiert. Also auch weit, weit, weit besser als die Spezifikation. Okay, was jetzt noch interessant ist, ist, wie hoch kann man die Frequenz drehen. Die Spezifikation ist 225 und jetzt drehen wir da ein bisschen nach oben, schauen, wie weit wir da kommen, zum Beispiel 235 geht auch noch, 245, 255, 265 geht da nicht mehr. Ja, knapp doch, geht noch gerade so. Ich gehe mal auf die gerade Zahl hier, 260, jawohl, geht auch noch. Aber hier wird es grenzlagig, 270 ist dann schon ein bisschen zittrig, aber ich würde mal sagen, bis zu 250 MHz geht der Zähler einwandfrei mit den Standardkanälen. Okay, das war's für den Moment, jetzt werde ich das Gerät auseinanderschrauben und die Option 030 einbauen und dann werden wir sehen, ob wir dann von 100 MHz, wie die Spezifikation ist, bis 3 GHz innerhalb der Spezifikation des Gerätes sind. Das sind dann dBs, die da gemessen werden wollen. Ist doch interessant. Ich kann mal umschalten auf dB. Hier haben wir minus 16 dB, die da noch gehen. Und bei der Option 30 dann minus 27 dB sollten dann möglich sein. Und bis 3 GHz minus 21 dB. Das werden wir natürlich überprüfen.
und wir sehen uns bis bald im nächsten Video.